Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzter Herr Generalsekretär, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Pressegespräch begrüßen. Darf mich zunächst einmal für die entstandene Verzögerung bedanken. Wir haben uns bemüht, alles bestmöglich zu organisieren und im Zeitplan zu bleiben. Ein paar Minuten hat es dann doch länger gedauert, aber vielen Dank, dass Sie Verständnis dafür haben. Wir dürfen ein bisschen länger als ein paar Minuten, Sie haben recht, ja. Wir dürfen die Gelegenheit nutzen, einen kurzen Rückblick zu machen über den österreichischen Vorsitz, beziehungsweise Ihnen noch einmal ein paar wesentliche Punkte aus unserer Sicht hier mitteilen. Ich darf vielleicht damit beginnen, noch einmal zu erklären, wieso wir uns als Österreich für diese Vorsitztätigkeit überhaupt beworben haben. Österreich hat eine lange Tradition als Ort des Dialogs, auch als Ort der internationalen Vermittlungstätigkeit. Und wir haben die Chance gesehen, als Vorsitz in der OSZE einen Beitrag zu leisten. Wir sind auch dankbar, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben, wobei ich gleichzeitig auch dazu sagen möchte, dass die Vorsitztätigkeit eine nicht nur spannende, sondern auch eine sehr intensive ist. Und ich möchte daher an dieser Stelle auch dem gesamten Team im Ministerium, allen voran dem Generalsekretär Michael Linhardt, aber auch unserem politischen Direktor und allen, die für die OSZE zuständig sind, danken, denn es war ein sehr intensives Jahr für mein Team im Ministerium. Die Ministerratssitzung heute und gestern ist der Abschluss unserer Tätigkeit und ich darf an dieser Stelle auch dem italienischen Vorsitz alles Gute für das nächste Jahr wünschen. Wir haben ganz bewusst während unseres Jahres versucht, uns drei Schwerpunkte zu setzen, um einen ganz besonderen Fokus auf diese Themenfelder zu legen. Zum Ersten der Kampf gegen Radikalisierung und Terrorismus. Das ist aus meiner Sicht eine Notwendigkeit, denn die Bedrohung, die wir aufgrund des Terrors erleben, das ist keine Bedrohung, die fernab auf anderen Kontinenten stattfindet, sondern das ist eine Bedrohung für uns alle. Und ich halte es für notwendig, dass die OSZE sich nicht nur mit militärischen Konflikten und potenziellen Herausforderungen auseinandersetzt, sondern auch einen Fokus legt auf den Kampf gegen Radikalisierung und Terrorismus. Es reicht nicht, dass wir erfolgreich im Kampf gegen Terroristen in Syrien, in Libyen oder im Irak sind. Wir müssen auch gegen Radikalisierungstendenzen in unseren eigenen Gesellschaften ankämpfen. Und es gibt kein Land, das immun ist gegen diese Gefahr. Ich bin Professor Neumann dankbar, dass er uns unterstützt hat. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, in vielen Staaten hier auch eigene Konferenzen und Workshops abzuhalten, dass es gelungen ist, den Fokus der OSZE auf dieses wesentliche Thema zu lenken und so hoffentlich auch in der Präventionsarbeit besser zu werden, aber auch die Tätigkeiten im Kampf gegen die Radikalisierung besser zu koordinieren. Zum Zweiten haben wir uns als Ziel gesetzt, einen Beitrag zu leisten für eine positive Entwicklung bei bestehenden Konflikten oder zumindest die Zivilgesellschaft, die Zivilbevölkerung dort bestmöglich zu unterstützen. Ich möchte hier zwei Krisenherde herausgreifen. Zum einen den Transnistrien-Konflikt, wo es nach diplomatischen Bemühungen gelungen ist, zumindest kleine Schritte in die richtige Richtung zu setzen, die Eröffnung einer nicht unwesentlichen Brücke, die Bereitschaft, Studienabschlüsse, aber auch Autokennzeichen anzuerkennen. Das sind nur sehr kleine Schritte, aber es sind nach langem kleine Schritte in die richtige Richtung. Was den Ukraine-Konflikt betrifft, sicherlich der Konflikt, auf den wir uns am stärksten fokussiert haben. Ich habe selbst mehrmals in diesem Jahr die Ukraine besucht, auch die Ostukraine besucht. Da ist es uns Gott sei Dank trotz des tragischen Todes eines Beobachters gelungen,
die Beobachtermission zu stärken und auszubauen, auf 1000 Beobachter zu erhöhen, einen besseren Zugang zu ermöglichen und vor allem auch für eine bessere technische Ausrüstung zu sorgen. Das Budget wurde auf über 105 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Ich bin hier allen dankbar, die einen Beitrag leisten, denn ich habe bei meiner Reise in die Ostukraine selbst erlebt, dass die Menschen dort unfassbares Leid ertragen müssen. Die Beobachter führen zwar noch nicht zu einer Lösung des Konflikts, aber die Beobachter führen zu etwas mehr Sicherheit für die Bevölkerung vor Ort, die ohnehin schon viel zu viel ertragen muss. Und zum Dritten war unser großes Ziel, einen Beitrag zu leisten, wieder mehr Vertrauen zwischen den teilnehmenden Staaten im OSZE-Raum aufzubauen. Eine sehr schwierige Aufgabe, denn in den letzten Jahren ist hier sehr viel an Vertrauen verloren gegangen und das Blockdenken auf unserem Kontinent hat wieder zugenommen. Ich bin aber gerade deshalb froh, dass es uns nach langem Ringen gelungen ist, die Blockade in der OSZE zu durchbrechen und bei unserer Sitzung in Mauerbach eine Lösung zu finden. Wir haben es geschafft, eine Entscheidung bei den vier Spitzenpositionen in der OSZE zustande zu bringen. Es ist ein guter Kompromiss, der hier gelungen ist. Ich darf mich hier nochmal bei allen Staaten bedanken, dass am Ende doch Kompromissbereitschaft vorhanden war und darf allen, die hier gewählt wurden, ganz herzlich gratulieren, allen voran natürlich dem Generalsekretär, dem ich auch für seine ausgezeichnete Arbeit seither danken möchte. Wir haben darüber hinaus natürlich auch versucht, Vertrauen zwischen den Staaten aufzubauen durch Zusammenarbeit in unterschiedlichen Themenbereichen. Es hat hier Konferenzen gegeben zum Thema Kampf gegen Terrorismus, zum Thema Cybersicherheit, aber auch zur wirtschaftlichen Konnektivität und zu vielen anderen Themen mehr. Ich glaube, dass gerade wenn das Blockdenken vorhanden ist, wenn die Spannungen da sind, es notwendig ist, einen Austausch zustande zu bringen. Ich freue mich, dass an dieser Sitzung rund 40 Außenminister teilgenommen haben. Ich freue mich vor allem aber auch, dass neben der offiziellen Sitzung es zahlreiche informelle Termine gegeben hat. Auch wenn diese Termine oftmals nicht den großen Durchbruch bringen, so ist es besser, sie finden statt, als sie finden nicht statt. Herr Generalsekretär, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Dir, aber vor allem dem ganzen Team in der OSZE. Vielen Dank an alle anderen teilnehmenden Staaten, dass wir als Österreich diese Aufgabe übernehmen durften. Wir haben uns redlich bemüht, hoffen, einen Beitrag geleistet zu haben und wünschen Italien alles Gute für das nächste Jahr. Vielen Dank.